Mann gegen Mann. Gramm gegen Gramm. Na gut, um etwas mehr Gewicht geht es dann schon beim Finale um den deutschen Meistertitel. Aber es dreht sich nicht nur um die Masse, sondern auch um Ruhm und Ehre. Vor allem für den Favoriten. Wir sind der Titelverteidiger und wir haben natürlich dementsprechend auch vor, den Titel wieder zu uns nach Speyer zu holen. Na, wenn Sie da mal nicht die Rechnung ohne Obrichheim gemacht haben, die wollen sich nicht von vornherein geschlagen geben. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass wir deutscher Meister werden. Wir haben aber leider etwas Verletzungspech und deshalb denke ich, dass weiterhin Speyer der Favorit in diesem Finale sein wird. Aber die Tagesform wird entscheiden und wir hoffen natürlich, dass wir den Titel nach Obrichheim holen. Verletzungen plagen übrigens alle drei Teilnehmer. Entsprechend sind die Speyerer, die dreimal in Folge den Titel geholt haben, angreifbar. Ich denke, es ist ein ziemliches enges Finale, was man in den letzten Jahren eher weniger hatte. Durch das ist die Aufregung und die Spannung natürlich noch mal ein bisschen höher. Vorteil für Speyer, sie haben mit Almir Velagic und Jürgen Spieß zwei Olympiateilnehmer im Team. Die Pfälzer sind die Routiniers im Finale. Das heißt, Erfahrung haben wir ein paar Jahre mehr aufzuweisen, aber ob das im Sport immer gut ist, weil frische, hungrige Athleten sind natürlich auch motiviert, da irgendwas zu reißen. Und die jungen Athleten aus Obrichheim setzen auf den Teamgeist. Der Bruder vom amtierenden Europameister Nico Müller findet, dass seine Mannschaft auch mal wieder dran ist. Also ich meine, nach 2003, 2008, 2013 müsste ja 2018 wieder was werden. Letztendlich ist die Rechnung noch einfacher. Wer die meisten Kilos stemmt, ist deutscher Meister. Punkt.